Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz?
Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Wow, what the? Mom! Habt ihr gerade gesehen, wer das verursacht hat? Mal ganz kurz gesehen. Peter, Mann! What the? Myers. Miles Davis. Nee, so hieß er nicht. Also so... Ich hab gerade mal kurz gegoogelt. Es war Miles Morales. Hab ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Black Spider-Man wurde oder wird. Da drüben. Ja, alles klar. Wow, wow, wow. Aber vielleicht ist es der Name der Mutter. Ich weiß es nicht. Würde jetzt irgendwie passen. Aber jetzt müssen wir erstmal zu seiner Mutter. Oh mein Gott. Ich will es jetzt nicht sagen, wer das war, den ich gesehen habe. Vielleicht hat es jemand nicht erkannt, aber... Ich will es einfach jetzt nicht sagen. Wir sehen so ein bisschen Spannung. Oh Gott. Komm schon! So vielleicht. Na komm schon. Miles. Oh, alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Hör zu, ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Nein. Miles, nein! Na toll, ja, und wie? Dad ist da drin. Da hoch. Ich werde ihn finden. Miles! Oh mein Gott, ziemlich mutig, der Junge. Ich weiß es. Das muss man ihm lassen. Alter. Er steht genau hier. Was zum Teufel? Die schon wieder. Da! Moment, da, bitte. Oh mein Gott. Ich kann außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen. Dadurch. Jawohl, mach ich. Die Typen haben echt keine Gnade. Alter, okay. Miles, pass... Oh Gott. Pass bitte auf dich auf. Vorsicht. Ja, und jetzt? Ich muss diesen Typen rumgehen. Ich kann nicht rüber. Okay. Alter, das war gerade knapp. Oh Gott. Ja, ich komm gleich. Ich hab nur Angst, dass nämlich sehe mich jetzt da hochkletter. Okay, jetzt können wir. Ah, wir können nicht runterfallen, Gott sei Dank. Gut. Safe. Ja, guck hier hinter, Schwein. Er stand genau hier, ich muss ihm helfen. Guck mal weg, bitte. Wieso machen die das? Jetzt.
Kein Quatsch. Wach auf, Dad. Wach auf. Wach auf. Eine Woche später. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus als... ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Oh mein Gott. Es tut mir leid, Jeff. Oh, Jeff, Mann. Unser bester Freund. Oh. Hier ist ja gar nichts. Harlem. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann! Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Genau. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenne dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal.
Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hm, hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Ja, wir haben Martin Lee gesehen. Er ist derjenige, der dahinter steckt, hinter den Dämonen, hinter dieser Kraft. Deswegen habe ich ja gesagt, ganz am Anfang, als ich gesehen habe, der kommt mir bekannt vor. Und deswegen. Türme des Viertels aktiviert. Harlem. Hier kommt Luke Cage her. Vielleicht treffen wir ihn ja. Es tut mir schon so wahnsinnig leid, Mann. Oh, dieser... Der arme Junge. Armer Miles. Armer Jeff. Oh, Rucksack her. Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Steht das zufällig drauf? Da unten steht es. Robello, irgendwas. Kialeo, oder? Oder Kaleo Robello? Geil, schon gut gemacht. So. Da ist ein Überfall. Ein Verbrechen. Ja, okay, komm, hinterher. Machen wir das mal. Nicht abhauen. Endstation. Bleib mal da. Zack. Und du auch. Zack. So, wunderbar. Bleib bitte stehen. Mist, was spinne Bombe die Bombe ich muss sie da in der Luft ein? Na, was soll das denn jetzt hier? Bist du? Nimm das. Ha, geil. So, nimm das. Wunderbar. Erledigt. Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung. Gut. Wohin als... Oh, hier ist Black Cat. Das können wir gleich mal machen. Hardcore. Also ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, dass Miles wirklich Black Spider-Man ist. 34 Körperverletzung, vorsichtig vorgehen. Haben eine Meldung aus Hamilton Heights. Schon wieder. Harlem, ey. Ein gefährliches Pflaster, ich sag's euch. Doch, da unten. Erledigt. Ratet mal, was ich von Schlägern halte. Schlägern? Wunderbar. Wir für drei Objekte. Okay. Eins. Verdammter Kerl. Das. Und das. Zack. Haha. Wunderbar. Nee. Lass mal lieber. Gut. Lebe durch Prügel, sterbe durch Prügel. Du tötest die Leute aber nicht. Das ist auch so extrem, dass er die Leute, seine Gegner, nicht tötet. Zack. Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp bei Kasse ist, warum lässt sie dann hier liegen? Vor allem, es regnet. Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spencer.
dann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Wo könnte sie sein? Das Einzige, was so auffällig ist, ist das hier. Aber nee, da ist überhaupt nichts. Boah, ich kann aber... Da! Geschafft! Da ist sie, guck mal. Und immer mit ihrem Bild. Black Cat führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. Sie mag dich halt. Gut, wohin als nächstes? Wo ist unser Ziel? Hier, auf dem Weg können wir zwei Türme machen. Das ist gut. Wuhu! Einheiten, Drogendeal gemeldet. Bitte nach Morningside Heights. Was sagst du? Da hinten ist was. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ich muss ihn ausradieren. Spider-Man! Du bist ein Trottel! Na, was sagst du jetzt? Bist du da oben? Mensch! Seid ihr? Ah, da! Spider-Man, das ist... Wiedersehen! Spaß. Aua! Ich wollte nichts kaufen! Warte mal ganz kurz, ich mach mal das hier. Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. So süß. Hör mal auf, mich zu schlagen, Mann. Zack. Was habe ich denn hier für Aufgaben? Ah, habe ich schon gemacht. Zack. So, der ist auch erledigt. Wunderbar. Oh, das, ey. Alter. Nee, warte. Ich will die schöne Drohne. Zack. Sag mal, spinnst du? Ups. Völlig vergessen. Ich wollte ihn eigentlich einspinnen. Ich bin eingesponnen. Bist du das? Ciao, Mann. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Die Cops kommen. Die waren schon schlechter auf mich zu sprechen, aber kein Risiko. Über Jefferson Davis und da habe ich mich gefragt, wie geht's seinem Sohn Miles? Nicht gut. Ich kenne das. Man denkt nur noch an den Verlust. Er braucht eine sinnvolle Beschäftigung. Vielleicht einen Nebenjob? Keine schlechte Idee. Aber es muss was Passendes sein. Etwas, wobei er sich nützlich fühlt, wo er etwas bewirken kann. Das klingt für mich genau nach Feast. MJ, das ist perfekt. Ich werde mit May sprechen. Dafür bin ich ja da. Ja, das finde ich auch. Das könnte er ruhig machen. Das ist echt eine coole Aufgabe für ihn. Kommt dann nicht so auf dumme Gedanken. Weil so entstehen Bösewichte. Wo ist denn der Black Cat da vorne wieder? Auf dem Weg. Da ist ein Fiskversteck. Noch zwei Rucksäcke hier. Ah, was machen wir? Holen wir uns noch schnell den Rucksack da. Ist ja, wenn wir sie jetzt erledigen, dann müssen wir die später nicht machen. Ein Autogramm bitte? Autogramm bitte? Glaubt ihr, er greift es von hier aus? Cool, macht er. Lautlos Fragment. Irgendwann erfinde ich einen Stoff, der Klang- und Lichtwellen deformiert. Ein Tarnanzug wäre sehr praktisch. Das wäre echt cool. Warum bist du so schlau, verdammt? Woohoo! Wer will ein Autogramm? Solltest du nicht schwingen oder so? Hi! Mal kurz hier mit den Fans, wisst ihr? 1080 brauchen sofort Verstärkung bei Verfolgung. Level was? Ich hab zwielichtige Gestalten in der Nähe gesehen. Schlechte Neuigkeiten.
Danke. Es ist unsere Nachbarschaft. Ich sorge nur für Frieden. Alles klar. Dankeschön. Wir haben nichts verbrochen. Ich toll, muss ey. Das Auto stoppen. Ich bin voll dran vorbeigeflogen. Halten Sie jetzt an. Aua, ich wurde getroffen, verdammt, obwohl ich ausgewichen bin. Die Hupe spielt Dixie. Zack. Wie viele von diesen Autos muss ich noch aufhalten? Raus mit dir. Und die Karre anhalten. Ganz schön anhalten. Boah. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft. Glück gehabt. Aber wenn wir schon mal hier sind. Mann, ey, du kommst einfach nicht mehr dazu, weiterzumachen. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Ohne Scheiß, wo seid ihr? Da. Boah, ich bin da so ein Dicker. Ich brech dir deine dummen Knochen. Mach mal ganz kurz. Nee, warte mal. Netzbombe. Yep. Nochmal. Okay, dann halt nicht. Ich zermal bin ich. Aua, ich bin ausgewichen. So. Komm mal her, bam. Ich hab ihn. Was wollt ihr jetzt von mir? Ja, halte das Auto an ohne Schaden. Wird leider nichts. Nimm das, Dicker. Wirst du das? Nee, wirst du nicht. Weil du Kackjes bist. Komm, ich will dich gegen die Karre werfen. Jawohl. Endstation. Danke. Alles cool, Mann. Ein Ding hier. Echt? Na gut. So. Central Park. 1 von 2. Gut. Ah, ich wollte sagen, sieht trotzdem komisch aus, aber ja. Ist verständlich. Spidey! Unter der Brücke. 100%ig. Oder auch nicht. Hey, da! Doch, unter der Brücke. Tragbares Gaming-Gerät. Bei Observierungen muss ich doch was zu tun haben. Geil. Sieht aus wie ein Mix aus einer Switch und einer PSP. Gut. Jetzt komm, lass mal das hier weg. Wir gehen dahin und dann dahin. Geil. Es ist so trüb alles. Sieht immer so schön aus. Hi Jungs. Da war schon hier die englische Synchro. So, ich glaube, wir haben alles in diesem Viertel. Also alle Türme. Ja. Das ist komplett. Dann machen wir noch schnell Black Cat. Guck mal, wie viele Rucksäcke einfach hier sind. Machen wir schnell Black Cat und dann geht's weiter. Verbrauchen wir nicht, also verschwenden wir nicht so viel Zeit jetzt. Die ist ja gerade hier. Wow, Alter, wie weit er springt. Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Oder hat sie mich erwischt?
Da hinten, ich hab's schon gesehen. Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen sein. Hat sie noch nichts von Dating-Apps gehört? Sie plant da was. Aber, da. Bam. Das ist die Wohnung von Ty Stone. Mit der Taube im Bild. Das ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf. Die ist echt verrückt. Auf dem Weg können wir noch diesen Rucksack hier machen. Hi. Bisschen schwingen, schwingen, schwingen. Saltos machen. Sehr gut. Und schön am Rucksack vorbeischwingen, natürlich.